Hallo meine lieben Zuschauer, heute möchte ich euch ein Buch zeigen, was ich mir in Leipzig in der Ludwig-Buchhandlung oben in Leipzig auf dem Bahnhof geholt habe, auf dem Weg von der Schule nach Hause, was natürlich keinen von euch interessiert, aber ich erzähle es trotzdem. Ich war schon auf dem Weg nach draußen, es ist meistens so, immer wenn ich im Buchladen bin, nehme ich irgendwas mit, es geht irgendwie nicht anders, ja. Ich gehe dort rein in dem Wissen, ich möchte mir nichts kaufen, ich möchte mich nur umgucken und gehe dann mit ein oder zwei Büchern nach Hause. Das ist eigentlich immer so bei mir. Und es ist ziemlich, ich bin nicht immer begeistert davon. Also ich wollte mich dort eigentlich nur aufwärmen, weil es ziemlich kalt ist zurzeit und ne? Und dann habe ich dieses Buch gesehen. Herz an Herz von Sophie Kramer und Sven Ulrich. Und ich musste es einfach mitnehmen, weil ich ja schon ein anderes Buch von Sophie Kramer gelesen habe und ich dieses Buch eigentlich sehr schön fand. Deswegen habe ich sie überhaupt in die Hand genommen. Und dann habe ich gesehen, dass es in dem Buch, dass dieses Buch nur aus Briefen und E-Mails und SMS besteht. Ja, und deswegen habe ich dem Buch dann eine Chance gegeben und habe da mal reingeguckt. Ja. Beim Lesen musste ich persönlich immer wieder an das Buch von Cecilia Ahern denken. Und zwar heißt das Für immer vielleicht, was ich auch vorgestellt habe, was in demselben Schema aufgebaut ist und nur aus Briefen und E-Mails und kurzen Notizen besteht. Und das ist wahrscheinlich das Problem gewesen, was ich mit dem Buch hatte, weil es in dem Vergleich mit dem Buch von Cecilia Ahern leider nicht so gut abgeschnitten hat. Also, ich weiß nicht, ich fand die Worte, die hier verwendet werden, die in den Briefen verwendet werden, irgendwie zu hochtrabend. Also es war kein umgangssprachliches, was wir jetzt alle so sprechen, sondern es war ein bisschen hochtrabender und es klang ziemlich aufgesetzt. Also es war, ich persönlich fand es jetzt nicht unbedingt realistisch und deswegen hat sich mir das Buch leider nicht so sehr ans Herz geworfen wie das andere. Natürlich habe ich schon zwischendurch ein bisschen mitgelitten, aber es ging irgendwie nicht so gut wie bei dem anderen von Cecilia. Es ist blöd, wenn man Bücher miteinander vergleichen muss. Ich musste es ja nicht, es kam zwangsläufig in mir auf, dass ich an Cecilias Buch denken musste. Deswegen ist es leider, fand ich es jetzt nicht ganz so gut wie das von Cecilia. Aber trotzdem ein schönes Buch, also da gibt es nichts dran zu meckern, ja. Das Problem ist, ich erzähle euch erstmal, um was es geht, ja, und dann sage ich noch, was das Problem war. Und zwar setzt Sarah, nein, sie setzt nicht, sondern Sarah ist zur Hochzeit von Freunden eingeladen und dort wird dann am Ende dieser Hochzeit, als schon alle betrunken sind, eine Flaschenpost geschrieben mit den besten Glückwünschen für das Pärchen. Und ja, Sarah lässt da eigentlich ihren Frust raus, weil sie ziemlich unglücklich auf der Hochzeit war. Sie hat sich vor kurzem scheiden lassen und fühlt sich da nicht sehr wohl umgeben von all den Pärchen. Dazu kommt, dass der Mann, der neben ihr auf der Hochzeit sitzt, ein totaler Langweiler, Macho-Typ, so überhaupt nicht ihr Fall war, sie sich mit ihm nicht gut unterhalten konnte. Deswegen war die Hochzeit für sie eigentlich komplett gelaufen und sie hat sich dann zugeschüttet und frustriert eine Flaschenpost reingeworfen, wo halt drin steht, dass alles scheiße ist und das, ja, also eine sehr frustrierte Flaschenpost. Und ein paar Tage später erhält sie dann aber einen Antwortbrief, ja, von jemandem, der ihre Flaschenpost wohl an den Kopf bekommen hat, als er an der Ostsee getaucht ist, also an der Ostsee wurde das reingeworfen. Und ja, er wurde wohl von dieser Flaschenpost getroffen, wo natürlich ihre Adresse drin steht. Und ja, dadurch entwickelt sich dann so ein kleiner Briefaustausch, der dann mit der Zeit natürlich immer intensiver wird, bis die beiden sich dann ineinander verlieben, einfach nur aufgrund dieser E-Mails, ja. Was ja eigentlich für Erwachsene jetzt nicht unbedingt so zutrifft. Also ich denke mal, erwachsene Menschen sind dann ist so bodenständig, dass sie sich eigentlich nicht in E-Mails verlieben und naja, also deswegen, das war auch noch so ein Grund, warum ich jetzt es nicht ganz so toll fand. Also erwachsene Menschen sind meiner Meinung nach nicht so, dass sie aufgrund von irgendwelchen E-Mails und Aussagen, die in E-Mails stehen, sich dann wirklich so ineinander verlieben. Zumal der
E-Mail-Kontakt jetzt nicht so intensiv ist, dass die sich mehrmals am Tag jetzt schreiben, sondern es liegen immer mal ein paar Tage dazwischen und hat für mich jetzt nicht unbedingt so viel Sinn ergeben. Und das größte Problem, was ich damit hatte, war, dass ich ungefähr schon, also am Anfang des Buchs schon so ein Gefühl hatte, was denn alles so jetzt dahinter stecken könnte. Und ab Mitte des Buchs mir dann eigentlich sicher war, dass ich richtig lag mit meiner Einschätzung. Also war das Ende für mich nicht überraschend. Das war das Problem. Also mir war ziemlich schnell klar, was am Ende dann aufgelöst wird. Das war leider, leider, leider nicht so schön. Ja. Aber ich denke, es ist trotzdem ein Blick wert, also wenn ihr euch das mal angucken möchtet. Wenn ihr auch von dieser Art, einen Roman zu schreiben, immer nur in Briefform, wenn ihr sowas auch toll findet, so wie ich, dann guckt doch einfach mal rein. Es ist ein Blick wert, also ich fand es jetzt nicht so, ich fand es jetzt nicht schlecht, das Buch, aber mir hat ein bisschen was gefehlt daran, falls ihr das versteht. Es kostet 8,99 €, ist aus dem Rowohlt Verlag, wie ihr auch da drüben sehen könnt. Ist auch in blau-weiß gehalten, genauso wie diese Bücher von Cecilia und das von Sophie Kramer war auch so. Und es hat. Gibt es hier überhaupt Seitenzahlen? Ja, doch, um Gottes Willen. Ich sehe gleich die Seitenzahlen gar nicht mehr. 315 Seiten. Also auf Seite 315 ist es dann vorbei. Und ja. Es ist eigentlich ziemlich leichte Lektüre, so, also man kommt natürlich schnell durch, weil es natürlich sich um Briefe handelt und man ja neugierig ist, was andere Menschen so eigentlich schreiben. Ja, also Neugier spielt da schon eine große Rolle mit und ja, lasst euch mal entführen, so ein bisschen in die Welt von Sarah und Bertie. Bertie ist der Mann, mit dem sie schreibt. Der Name ist schon ein Fall für sich, um ehrlich zu sein. Also ich hätte einem Bertie Huber nicht geantwortet, wenn ich Sarah gewesen wäre. Aber okay, kann ja jeder für sich entscheiden. Nee. Genau. Damit sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann.